geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Und zwar, ihr wolltet es alle haben. Heute nehme ich euch mit zu meiner alltäglichen, nächtlichen Gassi-Routine mit Canelo. Also Freunde, ich gehe immer nur mit einem Hund Gassi, weil Bonnie wurde zum Beispiel öfter angegriffen, wo ich Gassi gegangen bin. Und dann konnte ich sie nicht sofort beschützen, weil Canelo dann da war. Und das ist dann immer viel zu viel Stress. Deswegen gehe ich immer mit einem Hund Gassi. Heute nehme ich aber nur Canelo mit, weil mit Bonnie war ich schon vorhin. Jetzt kommt Canelo und ja, ich zeige euch jetzt, wie ich mit ihm in der Nacht Gassi gehe. Willst du Gassi, Canelo? Willst du Gassi? Willst du Gassi? Komm, Gassi. Geh mal Gassi, komm. Komm, komm. Komm, Gassi. Gassi? Willst du Gassi? Oh. Ja, willst du Gassi oder nicht? Okay, Freunde, das ist ein Zeichen. Er will jetzt Gassi und wir gehen jetzt Gassi. Komm, Gassi. So, Freunde, was nehme ich mit beim Gassi gehen? Wie ziehe ich mich an? Das zeige ich euch jetzt. Also, erstmal, ich war gerade draußen, deswegen kommt mein ganzer Schmuck weg. Deswegen beim Gassi gehen immer Schmuck runter. Und so wie ich jetzt angezogen bin, gehe ich natürlich nicht Gassi, sondern ich habe meine Gassi-Klamotten. Und zwar sind meine Gassi-Klamotten immer hier. Die hängen immer hier. Wenn ich Gassi gehe, wenn ich reinkomme, wenn ich rausgehe, hängen, sind meine Klamotten immer da. Und die habe ich jetzt immer eine Woche an. Freunde, das ist doch Gassi-tauglich, oder was meint ihr? Canelo? Nimmst du mich so mit, Gassi? Nimmst du mich so mit? Nimmst du mich so mit? Ja, hopp. Jawohl. Komm, geh mal Gassi. Schau, Freunde, das nehme ich alles mit zum Gassi gehen, das zeige ich euch. Digga. Bonnie. Ey, irgendwas stimmt mit dem Hund nicht, ich sag's euch, Alter. So, Freunde, das, was ich mitnehme beim Gassi gehen, ist einmal Snooze, damit ich entspannt bin und entspannt gehe. Einmal ein Leuchthalsband für Canelo, weil ich lasse ihn ja dann oft ohne Leine laufen, damit ich ihn sehe. Hopp. So, so ist fein. Und dann nehmen wir immer zwei Leckerlis mit, falls er brav ist. Sit! Doppelbode! Laut! Lauter! Jawohl, komm Gassi, komm Gassi, komm Gassi! Dann Canelos Leine und Halsband. Spaß, ist gerade Pony, Digga. Voll unwitzig. Das sind meine Gassi-Gehschuhe. Ich muss schnell testen, ob das warm draußen ist. Ja, geht so. Also ich brauche keine Jacke, das passt. So, das ist meine Leinensammlung. Canelo, komm hier. Das ist zum Beispiel die MCM-Leine von Canelo, mit der, die kriegt er nur drauf an, wenn wir zum Beispiel irgendwo rausgehen. Und das ist seine Gassi-Geh-Leine. Komm mal her, zu mir. Hopp. So. Jetzt sind wir bereit, Gassi zu gehen. Die arme Bonnie, Alter. Die bellt ganze Zeit, weil die will mit. Bonnie, wir kommen gleich nach Hause. Alles gut. Auf geht's. Wir sind jetzt hier vor meinem Tor. Canelo darf erst rausgehen, wenn ich ihm sein Kommando gebe. Also ich mache jetzt die Tür auf, gehen erst, wenn ich sage, okay. So muss es aussehen. Das ist jetzt meine alltägliche, nächtliche Gassi-Routine, Freunde. Es ist wirklich ein Unterschied, als wenn ich wirklich tagsüber mit ihm gehe. Dazu werde ich auch noch ein YouTube-Video drehen. Deswegen abonniert meinen Kanal, um das nächste Video nicht zu verpassen, wenn ich mit ihm noch eine Routine drehe, aber tagsüber. So, Canelo ist aufgeregt, weil er weiß ganz genau, wir sind gleich an seiner Wiese, wo er freigelassen wird, wo er ohne Leine laufen darf. Und kurz vorm Ziel zieht er immer. Aber Canelo, langsam, kurz verbessern und dann geht's wieder. Gleich sind wir da. Canelo, freust du dich? Gleich markiert er, schau jetzt. Ja, was habe ich gesagt? Schön markieren, ne? Du bist der Chef hier, Canelo. Komm, weiter geht's, komm. Freunde, sind eure Hunde auch so drauf, dass sie wirklich alle 2-3 Meter markieren? Canelo markiert immer, Alter. Jetzt gerade nicht, aber davor. Und ich glaube, er muss kacken. Ne, Canelo? Das glaube ich echt. So, Freunde, hier ist Canelo sein Freilauf. Immer wenn ich ihn aus der Leine lasse, muss er das machen. Komm mal hier, Canelo, zu mir. Sitz! Jetzt! Er muss immer zu sitzen bleiben. Schau mich an. Dann muss er mich anschauen. Ja, okay, komm jetzt, komm. Geh! Schau, genau. Erstmal Revier markieren. Okay, lauf! Schau, jetzt läuft er. Er läuft um sein Leben. Canelo! Zu mir! Auf geht's! So, er kommt angelaufen, er kommt angelaufen. Komm mal hier zu Papa. Komm mal her. Komm her. Sitz. Bleib sitzen. Ich habe seinen Lieblingsball mitgenommen, habe ich vergessen zu sagen. Hä? Freust du dich? Okay. Nein, da hinten. Jawohl. Komm her. Der schaut mich jetzt ganz halt an. Canelo, komm mal her. Komm mal hier zu mir. Was machst du wieder für einen Schmarrn, Canelo? Hast du dich gewälzt? Das macht er nämlich immer. Ja, er ist nass. Okay, lauf zu, komm, lauf, such. Immer markieren, er muss immer markieren, das ist so krass bei ihm. Wo bist du, Canelo? Er muss immer weglaufen. Das kann doch nicht wahr sein, Canelo. Was macht er hier schon wieder? Ach, das macht er immer und immer wieder, Digga.
So, Freunde, Canelo ist gerade abgehauen, Digga. Er haut immer ab, aber egal, ich habe ihn jetzt. Und jetzt geht die Gassi-Routine weiter, ne? Geh deinen Weg. Was ein Vollidiot, Mann, ich sag's euch. So, ein Leckerli für Canelo. Komm her, magst du Leckerli? Komm her. Oh, ich glaube, der macht Kacker. Ja, fein hast du Kacker gemacht. Ja, komm her. Schau mal hier, was haben wir hier für dich? Ja, fein hast du Kacker gemacht. Ja, super. Super. Komm mal hier, weiter. Komm mal her. Zu mir. Sitz. Pfote. Gib auf Pfote. Super. Andere Pfote. Super. Fein. Schön jetzt. Freunde, immer, wenn wir hier vorbeigehen, macht Canelo das hier. Keine Sorge, er kann das nicht kaputt machen, weil das aus Gummi besteht. Aus. Sitz. Und pack. Eine Beschäftigung beim Gassi gehen ist ganz gut. Aus. Sitz. Und pack. Super. 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 Komm, zieh. Zieh, komm. Ja, komm, zieh. Ey, aus. Wo bist denn du schon wieder gewesen? Der haut kurz eine Minute ab und kommt wieder zurück. Ja, wenigstens kommst du überhaupt. Komm, weiter geht's. Komm, wir gehen in meine Richtung. Auf geht's, zu mir. Das ist kein unser Lieblingsball. Magst du Balli haben? Komm her. Zu mir. Zu mir, komm. Zu. Sitz. Magst du's haben? Okay. Der ist schon todmüde, hat keinen Bock mehr. Komm her, schneller. Komm zu Papa. Bring Balli. Jetzt hat er ihn verloren, Digga. Der legt sich jetzt da einfach hin und wälzt sich. Wo ist Balli? Wo ist dein Ball? Oh, Mann, ey. Ja, hier. Hier, du Vollidiot. Ja, jetzt willst du ihn, ne? Komm her, hopp. Schau mal hier. Nein. Okay, aus. Okay, aus. Ah. Nein. Schau, er dreht seinen Kopf weg. Das ist eigentlich eine gute Erziehung, würde ich sagen, ne? Okay. Feines Baby. Ah, hier haben wir noch ein kleines Stück. Futter. Nochmal, Futter. Komm mal hier, Futter. Ja, fein. Geht doch, mein Schatz. Super. Das ist eine Gassi-Routine von mir. Das ist einfach Ritual. Ich brauche einen Snooze während Gassi. Was braucht ihr beim Gassi gehen? Sagt mal. Schreibt mal bitte in die Kommentare 3 Dinge, ohne die ihr nicht Gassi gehen könnt. Was braucht ihr? Was müsst ihr mitnehmen? Bei mir Snooze, Handy, Leckerlis und ja, das war's eigentlich. Und wie ihr bestimmt mitbekommen habt, ich kann nicht normal gehen. Schau mal. Ich bin immer noch verletzt. Ich hatte ja am 10. August wurde ich operiert. Ich hatte einen Kreuzbandriss und es ist immer noch nicht verheilt. Also ich habe immer noch Schmerzen, es ist immer noch angeschwollen. Und gerade eben, Alter, bin ich richtig ausgerutscht. Ich habe mir so weh getan wegen Canelo. Aber ja, ich muss durch. Ich habe einen Hund, der muss raus und ihm interessiert nicht, ob ich verletzt bin oder nicht. Er muss trotzdem raus, oder Canelo? Er ist derselben Meinung. So, Freunde, ich muss sagen, Canelo ist beim Gassigehen wirklich sehr entspannt. In der Nacht ist er auf jeden Fall aufgeregter wie unterm Tag, weil in der Nacht hat er mehr dieses Beschützerinstinkt. Und ja, aber ich bin wirklich sehr zufrieden mit ihm. Er reagiert gegenüber Leuten normal in der Nacht. Er ist zwar mehr so auf fokussiert und schaut und tut, aber sonst ist er wirklich ganz entspannt. Er markiert zwar viel. Bald, glaube ich, müssen wir die Eier abschneiden. Das war natürlich nur Spaß, weil Canelo würde ich niemals kastrieren, wenn es keine gesundheitlichen Vorteile fehlen hat. Und ja, Canelo, ne? Jetzt hat er was gesehen. Was sieht er? Was los, Dicker? So, wir haben 23.25 Uhr und das ist eigentlich die nächtliche Gassi-Routine, die ich gehe immer so zwischen 10 und 11. Im Nachmittag gehe ich immer so zwischen 15, 13 Uhr. In der Früh gehe ich immer nur kurz mit ihm Kaka machen und Pipi machen, dann gehen wir wieder rein, dann chillen wir ein paar Stunden und dann gehen wir wieder raus. Dann chillen wir wieder, spielen zu Hause, machen zu Hause ein paar Faxen und dann gehen wir nachts immer wieder Gassi. Und ja, und es klappt wirklich sehr gut so, würde ich sagen. So, Freunde, und jetzt beantworte ich mal die meistgestellte Frage. Wie alt ist Canelo? Canelo wird am 25. März, wird er 3 Jahre alt, Alter. 3 Jahre. Canelo, du wirst 3 Jahre. Ich weiß noch ganz genau, ich erinnere mich noch ganz gut an den Tag. Am 1. Juli 2020 habe ich ihn geholt. Und er hat so nach Pipi und Kaka gestunken, das war nicht mehr normal. Und ja, das ist einfach jetzt ein Familienmitglied, das ist einfach mein Sohn, mein geliebter Sohn. Und ja, ich bin wirklich sehr, sehr froh, dass ich ihn habe. Kommentiert mal bitte unten in die Kommentare, habt ihr Hunde? Welche Rasse? Vor allem würde mich echt interessieren, ich lese auch alles durch. Und wie alt sind eure Hunde? Kommentiert jetzt in die Kommentare. Jetzt machen wir noch ein kleines Experiment mit Canelo. Wie reagiert Canelo auf meine Hilferufe in der Nacht?
Das probieren wir jetzt aus. Canelo muss jetzt hier sitzen bleiben. Ich werde mich ungefähr 150 Meter distanzieren und werde dann nach Hilfe schreien. Mal gucken, ob er versucht, mir zu helfen. Das probieren wir jetzt aus. So, ich habe mich jetzt die ersten 100 Meter distanziert und er sitzt immer noch. Gleich schreie ich nach Hilfe. Mal gucken, wie er reagiert. 150 Meter haben wir uns distanziert und Canelo sitzt immer noch. Da hinten blinkt sein Halsband und jetzt schreie ich nach Hilfe. So, ich schreie jetzt. Hilfe! Ah! Und er kommt. Und er kommt. Ah, Canelo! Aua! Papa hat sich wehgetan. Ah. Oh, hast du mir geholfen? Hä? Fein! Feines Baby, da kriegst du gleich ein Leckerli, komm her. Kriegst du gleich Leckerli, komm. Ja, das hast du fein gemacht, ne? Super. Schreibt mal bitte in die Kommentare, wie würden eure Hunde reagieren. Ich nehme jetzt wieder an die Leine, es reicht. Sitz. Ja, willst du mich verarschen? Sitz hin. Jetzt. Sitz. Er weiß ganz genau, er wird jetzt an die Leine genommen, deswegen hat er jetzt nicht Sitz gemacht. Aber, weil er muss immer zuerst sitzen, bevor ich ihn an die Leine nehme. So, eine Stunde später gehen wir jetzt wieder nach Hause. Wir waren jetzt eine Stunde Gassi. Das reicht, würde ich auch sagen. Canelo ist wirklich nach einer Stunde wirklich todmüde. Er hat keinen Bock mehr, er will selber nach Hause. Er, wirklich, schau mal, wie er geht. Der hechelt, Kopf ist nach unten, Zunge ist draußen. Also er will wirklich jetzt langsam nach Hause. Canelo, schau mal hier. Fein bist du, weiter geht's. Er freut sich jetzt auf jeden Fall nach Hause zu gehen und die kleine süße Bonnie wartet auf ihn zu Hause. So, wir sind jetzt zu Hause angekommen und er will einfach nur noch zu Bonnie. Wo ist die Bonnie? Okay. Bonnie? Wo ist denn die Bonnie? Bonnie! Ja, hi, mein Schatz! Ja, hi! Junge! Bonnie! So, Canelo hat auf jeden Fall Durst. Ja, Canelo, warte, da ist noch nichts drinnen. Sitz! Okay. Ja. So, Canelo, weil du so brav warst, hast du dir verdient, mein Schatz, ne? Fein warst du. Ein Leckerli für dich. Die zwei sind jetzt wieder vereint, Gott sei Dank. Also Freunde, danke fürs Einschalten. Wir kommen zum Ende vom Video. Liked und kommentiert das Video. Hier sind meine ganzen Kanäle, die ihr abonnieren könnt. Insta und YouTube, ganz wichtig. Abonniert mich auf Instagram, abonniert mich auf YouTube. Und ganz wichtig, aktiviert die Glocke, um den anderen Teil nicht zu verpassen. Das war jetzt der erste Teil, Gassi-Routine in der Nacht. Und dann mache ich noch einen Teil, Gassi-Routine unterm Tag, wenn es hell ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Bonnie, wenn ihr wollt, dass ich mit Bonnie eine Gassi-Routine drehe, dann ganz wichtig, schreibt es in die Kommentare. Dann ja, wenn Bonnie Lust drauf hat, dann drehen wir zusammen auch ein Video. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.